Raucher hat vor einigen Jahren einmal beim Pflasterspektakel ein großartiges Foto von uns gemacht. Und ich habe dann über die nächsten Jahre über Facebook seine Werke mitverfolgt und mir dann gedacht, ja, ich frage ihn einfach mal, ob er mit uns ein Fotoshooting machen möchte. Ja, ohne zu zögern hat er dann gleich eingewilligt und wir freuten uns sehr darauf, da wirklich etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Wir freuten uns natürlich sehr auf dieses Fotoshooting, denn es war anders als alle anderen zuvor. Es soll ein ganz besonderes Wikinger-Fotoshooting werden. Wir benutzten Fässer, Schwerte und alles Mögliche, um das Beste aus diesem Shooting zu machen. Äxte herumschwingen ist schon mächtig. So, eine Tour über die Accessoires, was wir so haben. Okay, wir haben da einmal was Hammer. Ich mach den Boden weg. Diverse Hacken. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Zum Davieren. Was ist dein Favorite? Der Fleischer. Sag mal deinen Schatz. Ich meine die Waffe. Mein Name in germanische Runen geschrieben. Nicht schlecht. Danke sehr, Thomas. Es war wirklich toll organisiert. Denn nicht nur Helmut fotografierte uns, sondern mit Manfred und Franz Kosa noch zwei weitere Fotografen. Und mit Melanie Kraft hatten wir noch eine Visagistin, die uns passend zum Thema perfekt schminkte. Es war eine große Ehre, gleich von drei so tollen Fotografen fotografiert zu werden. Das Fotoshooting dauerte insgesamt 7 Stunden und raus kamen 3000 tolle Bilder, wovon einige davon sehr spektakulär bearbeitet wurden.